Ja, liebe Landwirtinnen, liebe Landwirte, liebe Berufskollegen, wir haben jetzt im Dinkelbestand herinnen. Meine Kollegin, die den meisten Dinkel in seinem Anbaugebiet hat, die gibt uns die Tipps dazu. Wie weit ist der Dinkel und wie schaut es aus, Martina? Bitte. Ja, liebe Landwirtinnen und Landwirte, der Dinkel hier in Grucking präsentiert sich sehr schön. Wir befinden uns momentan schon im Stadium 37. Sie sehen hier, Fahnenblatt spitzt und der Bestand ist gut entwickelt und man sieht sehr schön von unten, von den unteren Blättern baut sich die Septoria auf. Momentan sind natürlich ideale Septoria-Bedingungen. Wir haben seit 1. Mai immer wieder Blattnässe, wir haben Regen, Feuchte, zwischendurch mal wieder Sonnenschein. Das sind natürlich ideale Bedingungen für die Septoria tritici. Das Schadbild zeichnet sich erst von der Infektion bis zum Sichtbarwerden der Pusteln aus in 3 Wochen, 2 bis 3 Wochen. Das nennt man die sogenannte Inkubationszeit. Und jetzt nach der Infektion heißt es zu handeln mit einem Fungizid. Wir von der BASF bieten Ihnen eine sehr starke, innovative Fungizidlösung. Das ist unser Revitrex plus Comet. Hat den riesen Vorteil, dass unser neues Revisol eine sehr starke heilende Wirkung hat, sodass der Dinkel, die Septoria, gestoppt wird und sie eine sehr lange dauerhafte Leistung haben. Bei so guten Beständen empfehle ich Ihnen so Revitrex Comet, 1,5 Liter Revitrex plus 1,5 Liter Comet, noch 0,5 Prodax, unseren neuen Wachstumsregler, dazu zu geben, damit der Bestand von unten ein starkes Fundament bildet und sich gut entwickeln kann. Das sind so meine Anbautipps zum Dinkel für die nächsten Tage. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute.